Halt. Ich weiß nicht. Die sind jetzt, glaube ich, alle böse auf mich. Kann das sein? Mhm. Ja. Ich weiß, ich habe mich jetzt eben ein bisschen blöd angestellt. Ein bisschen. Die moderne Zuhaltung, die nehmen wir noch. Ah, Dietrich um 2 erhöht. Daten. Die Statistiken. Ich will mal sehen. Fertigkeiten. Aha. Dietrich. Ach, das hatten wir schon. Entschuldigung. Justin? Justin, bist du es? Justin Bieber? Herr Bieber? Herr Bieber, hören Sie bitte auf mich zu schießen, Herr Bieber. Ach, das war mal der Justin. Justin. Och, ihr wisst doch gar nicht, was ihr tut. Karl! Herr Lagerfeld, was soll das denn? Da kommen noch mehr. Ach du meine Güte, wir werden hier ein Blutbad anrichten müssen noch bevor. Ach, fuck. Oha, das ist wirklich... Oh, du siehst nicht aus. Du, komm her. Ach, da fliegt ihr Kopf über Karl hinweg. Karl, mein Guter. Das ist Brianna. Rihanna. Ach Mann, jetzt lass mich doch mal schießen. Ich will doch bloß nachladen. So, jetzt. Ach ja, Köpfchen. Ach Mann, so viel Gewalt. Sinnlose Gewalt. Oh, komm mal her. Wir machen das mal ganz wie Männer. Alan ist ein Cowboy-Killer. Das war eine Referenz an Future of the Left. Oder war das McCluskey? Alan ist ein Cowboy-Killer. Gibt's ein feines Lied. Alan ist ein Cowboy-Killer. Ja, McCluskey und Future of the Left sind wirklich nur zu empfehlen. Ach, Justin. Nicht immer gleich den Kopf verlieren. Karl. Karl ist der Händler vorne, müsst ihr wissen. Der hat ganz viele tolle Sachen. Das habe ich schon letztes Mal, als ich das erste Mal die Damen und Herren hier rasiert habe, als dann hinterher abgestürzt ist. Warum stürzt man das Spiel ab, wenn ich gute Sachen mache? So, Dietrich müssen wir uns auch merken. Alter, wir haben was haben wir denn alles voll? Kleine Waffen, Wissenschaft, Reparieren, Medizin und Dietrich. Wie weit sind wir denn schon wieder? Oh, wir werden bald wieder aufsteigen. Wir werden aufsteigen wie ein Adler. So, Gegenstände. Wir können sicherlich einiges reparieren. Och, Mann. So viele 10mm Maschinenpistolen. Es ist unglaublich. Laserpistole. Auch reparieren. Mhm. Sturmgewehre. Ach. So, haben wir auch schon wieder Platz im Unruhestifter-Outfit. Ha. Tja, wer ein Unruhestifter-Outfit trägt, muss damit rechnen, von mir als Unruhestifter behandelt zu werden. Brianna, gute Stratze hast du angehabt. Ach, guck mal. Hallo, ich will näher kommen. Ich will mit dir kuscheln. Ach, das ist Vince. Moin, der Chef persönlich. Ach, Chef. Du sollst nicht so weit wegrennen, sonst habe ich Probleme mit der Knarre. La 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 la. Das war noch nicht alles. Ja, Vance, ich habe den Verdacht, dass das alles mit dir war. Noch mehr. Ach, Vance, wir hätten gute... Nein, hätten wir nie. Tschüss, Vance. Da habe ich Vance verwenzt. Ah, oh, schon wieder diese Kackmusik, ey. Warte, wo ist das Kackradio? Schnauze! Alter, ne? So, das war's dann wohl mal mit der Familie, ne? La Familia. Entschuldigung, Kronk, hat nichts mit deiner Familia zu tun, aber die macht ja nicht sowas. Die saufen ja kein Blut und so. Humanity! Habe ich was dafür? Wollte ich gerade sagen, habe ich was dagegen? Geil! Mit Humanity haben wir es sofort geknackt. Dieses System darf nur mit Erlaubnis von Vance benutzt werden. Die 5 Gesetze der Familie. Das erste Gesetz.
Das erste Gesetz: Ergötzt euch nicht am Fleische, ergötzt euch nur am Blut. Das ist unsere Stärke. Wir verzehren das Fleisch jener, die wir töten, nicht. Wir trinken nur ihr Blut und lassen ihre Körper unversehrt und verwesen. Das habe ich jetzt ergänzt. Der Verzehr von Fleisch ist schmutzig und unrein. Es ist diese Tat, aufgrund der die Menschen uns wie Tiere behandeln. Wir sind keine Tiere, wir sind die Familie. Digga, ne? Wenn die Leute, also mir ist es egal, ob ich davon krepiere, dass ihr mein Blut austrinkt, oder ob ich davon krepiere, dass ihr mein Fleisch esst. Ist irgendwo, wenn ihr mein Fleisch noch esst, dann muss ich wenigstens nicht irgendwo verrotten. Das ist also das zweite Gesetz. Das zweite Gesetz: Empfanget nicht das Kind, empfanget nur den Verbannten. Das ist unser Schicksal. Da wir in unseren Körpern den Makel unserer Vergangenheit tragen, dürfen wir diesen nie an unsere Nachkommen weitergeben, die ihrerseits diese schändlichen Taten vollführen und den Kreislauf von neuem beginnen. Die Familie muss das Ödland zur Erhaltung seiner selbst nach anderen seiner Art durchstreifen. Das ist unser Schicksal. Also Ficken ist auch nicht angesagt. Die Jungs und Mädels haben es verdient, weggeknallt zu werden. Das dritte Gesetz: Beköstigt euch nicht zum Vergnügen, beköstigt euch nur zur Erhaltung. Das ist unsere Würde. Wir töten Menschen nur dann, wenn wir hungrig sind oder uns verteidigen müssen. Wir jagen nicht zum Vergnügen, wir stellen keinen Kindern nach. Ja, wenigstens Kinderfieh sind sie nicht. Denn sie wurden von den Ansichten der Gesellschaft über uns noch nicht verdorben. Die Familie toleriert das Morden nicht. Ja, wie denn sonst? Und warum trinkt ihr Menschenblut? Warum trinkt ihr nicht das Blut vom Brahmin? Ist doch eigentlich vom Aufbau her das gleiche. Warte mal. Oh, Digga. Geht gar nicht. Das vierte Gesetz. Das vierte Gesetz: Suchet nicht das Licht der Sonne, begrüßt nur das Schattenreich, das ist unser Schutz. Da wir Wesen der Nacht sind, dürfen wir am Tage keinen Fuß setzen. Wir bewegen uns lautlos über das Land unter dem wachsamen Auge des Mondes. Bei Sonnenaufgang kehren wir in den Schutz der Schatten zurück, niemals mehr ihr Licht erhaschend. Die Finsternis ist der Schutz der Familie. Sonne mögt ihr also auch nicht. Vögelchen, das ist nicht gut. Das fünfte Gesetz: Tötet nicht einander selbst, tötet nur die Feinde. Das ist unsere Gerechtigkeit. Vor allen Dingen darf kein Mitglied der Familie das Leben eines anderen Mitgliedes ohne Bewilligung des derzeitigen Führers nehmen. Ah ja, wenn der Führer befiehlt, dann folgt. Ja, schön. Ihr seid ja komplett durch. Jene, die dieses Gesetz missachten und diese Freveltat verüben, werden für immer aus der Familie groß verbannt. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere eigenen inneren Dämonen uns dazu verleiten, einander zu bekämpfen. Wir sind nur wenige und dürfen unseren Untergang nicht riskieren. Ja, ihr habt euren Untergang riskiert, als ihr mir davon berichtet habt, was ihr macht. Also als Vince mir das gesagt hat, da war der Untergang schon klar. Und als mir dann noch der kleine Ian West, wo ist der eigentlich? Ich hoffe, dem begegnen wir nicht. Wir müssen nämlich gleich noch woanders hin. Ich sag nur hier. Da ist auch noch was offen. Jagdgründe, Nahrungsgründe. Dies sind gefahrvolle Zeiten für die Familie. Wir müssen uns ernähren, aber das Ödland ist ein bedrohlicher Ort. Der einzige Weg, ohne gewaltige Verluste zu speisen, ist es, sich den kleineren menschlichen Siedlungen zu nähern. Was für Dreckschweine. Wir werden unsere Ziele daher mit Schleue und Unauffälligkeit erreichen. Niemand ist es gestattet, sich gewaltsam Zugang zu ihren Häusern zu verschaffen. Unser Handeln muss stets zivilisiert bleiben. Nur so sind wir nicht die Tiere, die sie in uns zu sehen glauben. Alter, na? Zum Arefu-Vorfall. Betreff Arefu. Ein Vorfall wie dieser darf nie wieder vorkommen. Ich habe klar zu verstehen gegeben, dass wir in keinster Weise feindlich zu agieren haben. Die Tötung der Brahmin in der Stadt war eine Tat, die nicht nur unnötig, sondern möglicherweise auch schädlich für uns war. Ich habe es in der Stadt mit einer sehr delikaten Situation zu tun und lasse meine Bemühungen nicht durch Racheakte gegen die Menschheit untergraben. Unsere Zeit wird kommen, das verspreche ich euch, Vance. Ja, eure Zeit ist gekommen. Ja. Ihr seid nun alle tot. Das finde ich schön und das ist eine Sache, die mich glücklich stimmt. Also, wir können hier looten, dass die Finger bluten. So, jetzt gucken wir erstmal, ob Ian West noch da ist oder noch irgendeiner von dieser Suppe. Also wie gesagt, hier können wir uns tot looten und ich kenne vor allen Dingen keinen Platz, wo das Loot geradezu unendlich
stark ist. Ian, ich komme, um dich zu holen. Diesmal endgültig. Ian ist nicht da. Also, Stählerne Bruderschaft scheint auch hier gewesen. Oh, die Stählerne Bruderschaft war stark hier. Ich muss die Stählerne Bruderschaft töten. Sie scheinen regen Kontakt mit der Familie geknüpft zu haben. Also, auf zur Stählernen Bruderschaft und die Stählerne Bruderschaft ausrotten. Nein, das geht ja leider nicht, weil sonst geht uns einiges verloren. Wences Terminal. Verschlossen schwer. Da wir noch ein paar Punkte für Level 21 brauchen. Was ist mit Bethesda los? Das ist als schlechtes Karma werten, wenn man Gladiators, Monolithic Explosives, Worshippers, Containers. Ich versuch's mal mit Monolithic, das bin ich. Der Monolith unter den zwei. Okay. Mhm. Ich kann es eigentlich nur erraten. Ach, OBS spinnt übrigens mal wieder und sagt, ich müsste einen Übergangsnamen eingeben, was für was auch immer. So, Monolithics. Containers. Okay. 5 von 10 korrekt. Worshippers? Ah. Superb, meine Freunde. Superb, superb. Os abismi veldat. Definition von Vampiren. Vampire sind der Folklore entsprungene Wesen, die Jagd auf Menschen machen, um sich an ihrem Blut zu laben. In diesen erfundenen Geschichten dient das Blut den Vampiren nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Mittelpunkt ihrer Macht. Häufiges Thema dieser Erzählungen ist es, dass ein von Vampiren gebissenes Opfer ebenfalls zum Vampir werden könnte. Weitere bekannte Attribute des Vampirs sind seine Fähigkeiten, sich nach Belieben in eine Fledermaus oder einen Wolf zu verwandeln, sich in Gas aufzulösen, das andere Geschlecht zu hypnotisieren und seine Lebensspanne zu verlängern. Angst vor Tageslicht. Es ist interessant anzumerken, dass die Vampire in der Literatur traditionell eine Aversion gegen das Sonnenlicht haben. Viele Leute glauben, dass dies auf ein Missverständnis verbreiteter Phobien wie Photophobie und Heliophobie oder gar den vorliegenden physischen Aspekt der Photosensibilität zurückzuführen ist. In all diesen Beschreibungen zieht sich die betroffene Person von allen Tagesaktivitäten zurück und wird im Freien nur äußerst selten gesichtet. Also Photosensibilität geht aber nicht so weit, dass du zur Asche zerfällst. Ne? Also ich kenne Freunde, die photosensibel sind, also die kein Sonnenlicht abkönnen. Und auch Photophobie und Heliophobie ist mir ein Begriff, aber ich wüsste nicht, dass man davon zur Asche zerfällt. Im 18. Jahrhundert, als medizinische Wissenschaft noch in ihren Kinderschuhen steckte, gab dies häufig Anlass zu lächerlichen Bezichtigungen seitens Unwissender, dass diese Leute seltsam und verflucht seien. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum den Vampiren in ihren Erzählungen dieses Attribut zuteil wird. Vernichtung von Vampiren. Je nach kulturellem Ursprung gibt es mehrere Methoden, einen Vampir zu töten. Zum Beispiel durch einen Schuss in den Kopf mit einer 44er. Die verbreitetste ist die Fählung des Herzens eines Vampirs mit einem Pflock. Gewöhnlich aus Eschen, Weißdorn oder Eichenholz. In einigen Kulturen wurde der Pflock auch durch den Mund oder Magen geschlagen. Andere Geschichten erzählen von der Enthauptung. Haben wir gemacht mit der 45er. Super. 44er meine ich. Des Opfers als bevorzugte Methode der Vernichtung einhergehend mit allen anderen Vorgehensweisen, die physische Gestalt des Vampirs vollends auszulöschen. Ah ja. Wandsafe aufschließen. Okay. Wandsafe aufgeschlossen. Zum Arefu-Fortfall. Achso, das hatten wir schon. Ja, alles klar. Ja. Das Erbe von Wenz. Was ist denn hier drin? Ne? Splittergranaten, 4-mal. Dafür hole ich mir jetzt schlechtes Karma. Und 32 Kaliberschuss, 4-mal. Und dann haben wir hier noch Wetten Altmetall. Habe ich doch gewusst. Wir müssen unbedingt zu Walter. Mein Gott, der wird sich so freuen. Der wird sich einen Ast freuen. Wenn das denn in seinem Alter noch geht. Ja. Ist nichts gegen einzuwenden. Ich wollte gerade wieder angeben.
Kamera und Kronenkorken. So, ich bin überlastet und kann schon wieder nicht mehr laufen. The fuck? Warte mal, können wir hier noch... Ah ja, guck mal. Vance's Mantel-Outfit. Ja, ach, das lassen wir uns aber, ne? Als Erinnerung an Vance. 10 mm Maschinenpistole reparieren. Geht überstudieren. Magnum mit Zielfernrichtung, Feinrichtung. Bum, 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 bum. Kreuzschlüssel. Haben wir den etwa hier gefunden? Also bei richtigen Vampiren würde mich das wundern, wenn ich einen Kreuzschlüssel finden würde. Außer in sein Herz gerammt. Gib mir mein Herz zurück. Aha. Aha. Was läuft denn hier im Radio? Fuss dich doch. Sieh doch. Wollen wir mal testen, ob wir eine Copyright-Dings hier kriegen? Nicht schön. Sind alle für die neuesten Nachrichten aus dem Ödland der Hauptstadt bereit? Ich auch nicht. Aber ich muss sie vorlesen. Sag mal. Und nun zum heutigen Wetter. Extrem gewalttätig mit Knochensplitterneigung. Bleibt dran. In Kürze folgt unsere 5-Tages-Vorschau. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Ödland und wir senden nur für euch. Und jetzt etwas Musik. Ja, wir können ja mal ein paar Folgen machen, wo wir dann die Mucke hören. Ich bin ja nicht so dagegen. Also, die letzten Male, als aus Versehen Mucke reingekommen ist in die Aufnahme, habe ich keine Copyright-Notice bekommen. Insofern scheinen die Damen und Herren irgendwie das wohl geregelt zu haben. Gib mal dünner Teller her. So. Da müssen wir schon wieder raus hier. Ich will euch nur mal kurz zeigen, was noch hier auf uns wartet, lootmäßig. Dieses ganze Billigloot, ne, schön und gut. Schön und gut, Billigloot. Ich das hier sehe, wie so eine Kirche zurechtgemacht. Meine Vampirkinderchen hat er dann da oben gestanden und sich anleuchten lassen und so. Ihr müsst mich alle schön anbeten und wer hier Kacke macht, der wird vom Führer umgebracht. Ne? So, passt mal auf, ne? Das hier ist nämlich der Weapons Shop. Und wir können hier schon mal ein bisschen. Ich habe nicht mehr so viele Haarklammern, ne? So, sehr leicht. Der wird wahrscheinlich dann. Da fliegt gleich. Nö, ich dachte, da fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Schmutziges Wasser, ich bin überlastet. Ja, wenn das schmutzige Wasser da nicht drin gewesen wäre, ne? Glasklug raus. Blechdosen, tschüss. So, noch mehr, sehr leicht. Ja, das kann man so sagen. Ich nehme ja nur mal so mit, was geht. Verschlossen durchschnittlich. Die wiegen was, die Granaten. Komisch. Wir haben noch 2 Haarklammern. Ah, fuck. Jetzt haben wir nur noch eine. Halt. Muss hier sein irgendwo. Irgendwo da. Wahrscheinlich wieder überladen. Na, sind wir überladen? Oder sind wir überladen? Ne, ja, wir sind überladen, weil... Kaffeetassen, raus hier. Ja, schaut euch mal an, was wir hier alles looten können. Munitionskiste verschlossen, schwer. Registrierkasse. Vorkriegsgeld. Wiegt das was? Nö, scheinbar nicht. Guckt euch das an, hier ist so viel Loot. Und hier hinten sind überall noch Schränke, wo ganz viel Waffen drin sind und so. Hier Telefone und Bügeleisen. Das wird auf jeden Fall Pfannenwände auch noch. Würde sich SpongeBob mal wieder freuen. Wie Bolle. Ah, fuck. So, jetzt haben wir keine Haarklammern mehr. Wir haben keine Dietriche mehr. Ja. Ist ja klar. Ist gut. Ja, und somit haben wir hier erstmal, hier ist noch eine ganze Menge lustiges Zeug.
Da, Altmetall für unsere Leute. Und, boah, Alter, ne? Hier können wir looten, bis die Finger bluten. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Ich nehme erstmal nur das mit. Schmutziges Wasser wiegt. Paket wiegt auch. Nee, nee. Ich habe Kaba verloren. Wollen wir mal gucken? Wollen wir mal gucken? Statistik.